Ja, meine Lieben, willkommen zu, ja, einem neuen Video wieder mal, Rubrik alte Nebenmissionen. Ja, ich habe einmal ein Feedback zu dieser alten Nebenmission und weil ich das Video gut fand, habe ich mir gedacht, kommentiere ich es. Ich habe es kommentiert ohne Geräusche diesmal, weil man mir auch gesagt hat, Andi, mach deine fucking Geräusche aus, weil man deine Stimme sonst nicht hören kann. Ich so, bitteschön. Also, ich habe ja hier euch einen Link verlinkt, da könnt ihr euch mal erkundigen bei einigen Kebams-Aussagen, die ich euch ja immer gebe. Und wo halt Leute sagen, ja, wo hast denn du einige deine Infos, weil ich habe noch weitere Quellen, aber ich kann ja als Journalist nicht alles verraten, ne? Sonst wäre ich ja nicht, sonst könnten mir die anderen halt meine Quellen nicht mehr trauen. Lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir zu der Meinung zu diesen Nebenmissionen, die von Deadpool waren mit den Süßigkeiten. Ich fand die Mission gar nicht verkehrt. Und der Grund, warum es da auch keine festen Pfade gab, war ja, wie der Titel schon sagt, weil die zu gut waren. Und Kebam hat auch dazu ein bisschen Stellung genommen. Indirekt natürlich, dass einfach die festen Pfade, wenn das wären mit Prozente, 10%, 20, 30, dann wären die Belohnungen so heavy, dass gerade auch so kleine Spieler zu sehr gepusht werden würden. Und Kebam hat es ja auch immer wieder durch die Taten, nicht durch die Aussagen, sondern durch die Taten bewiesen. Durch die Angebote auch sind Taten letztendlich, dass die Top-Angebote die großen Spieler erhalten haben, wie Thronbrecher und Vorbild oder Cavalier, und die kleineren weniger. Und das liegt einfach daran, dass die Politik sich geändert hatte, dass Köbel mittlerweile eine Aktiengesellschaft seit einigen Jahren ist und offiziell jetzt auch die Webseite auch bekannt gegeben wurde seit einiger Zeit, dass sie Aktiengesellschaft sind. Und da geht dann die Politik mit einem neuen Team einher. Das bedeutet wiederum, dass das alte Team komplett gekillt wurde. Also es wurden alle wurden entlassen. Mussten dementsprechend Schweigepflicht halten, haben einige haben Interviews gegeben, einige haben Aussagen dazu gemacht. Auf dem Radiosender könnt ihr einige so hören, wenn ihr Englisch perfekt so wie ich oder sehr gut versteht wie ich. Ansonsten werde ich da mal immer euch ein bisschen was davon erzählen, weil ich höre mir diesen Radiosender an und auch von meiner Quelle, die da bei KBM tätig ist, ich denke mal Partner oder so, da erfahre ich auch so einiges. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Warum wird das so gemacht? Warum? Weil eben halt politisch gesehen es nicht mehr gewollt ist. Die Aussage von früher, dass Kebam die kleinen Spieler motivieren will oder die neuen Spieler Zugang besser zu dem Spiel geben will, diese Aussage könnt ihr knicken, die gibt es schon lange nicht mehr. Derjenige, der das gemacht hat, der wurde entlassen. Ich weiß nicht, wie der hieß, KBM Gerd oder whatever, wie die alle heißen, aber der ist draußen. Weil da war der Chef von KBM stinkesauer, weil er gesagt hat, Alter, du kannst jetzt nicht so eine Aussage machen. Die sind doch klein, wir müssen die Großen fördern, nicht die Kleinen. Die Kleinen sind ohne Bedeutung. Deswegen wird es sehr schwer gemacht. Wer klein ist, sich nicht einkaufen tut, der ist gefickt. Der wird auch nie was erreichen, wenn er nicht eine Möglichkeit hat, bei einer großen Allianz Fuß zu fassen. Und die meisten großen Allianzen, wie wir, nehmen sehr selten kleine. Also wir sind die einzigen, die eigentlich überhaupt kleine nehmen. Wir nehmen sie zwar, aber wir merken auch, die können gar nicht mitzocken. Also lassen wir so einige mitnehmen und schleifen, so 3 Monate. Aber leider hören die dann mit dem Zocken komplett auf, weil die einfach merken, es macht keinen Spaß, man muss immer rumgeschleift werden und ja. Also wir haben eine gute Mission gehabt, eine Mission mit Deadpool, mit den Süßigkeiten, aber man hat halt eben nichts bekommen. Diese 3%, 2%, 1% Droprate war halt eben, weil man es nicht pushen wollte. Ja, hier habe ich natürlich wiederum oft verloren. Ich fand den Knull hier ein bisschen zu krass.
Andererseits wiederum habe ich mir keinen Stress gemacht. Ich habe da einfach locker gezockt drauf, ohne One-Shot. Ich pfeife mittlerweile auf One-Shots, weil meine Daumen tun mir dazu weh von der bescheuerten Steuerung, die ja immer noch besser ist und immer noch nicht ausgeklügelt wurde und immer noch benachteiligt der Gamer wird. Wie auch immer, das war eigentlich der Grund, warum die festen Pfade Kribbeln nicht gegeben hatte. Warum auch die Stellungnahme nie so direkt kam, ist halt, weil die eine Aktiengesellschaft sind und die ihm sowieso nichts mehr zu melden haben. Netmarble diktiert, wie Kribbeln reden soll, denken soll. Wie bei Charlie Chaplin in den Film, da das zu tun, das zu tun, wer da, dann wäre das zu tun und das, nee, wie war das nochmal? Sie haben das zu tun und das zu gehorchen und sie werden das tun und wenn sie das nicht machen, dann werden sie vielleicht tot. Ja, also das ist ungefähr so wie ein Völkler, der nur Heil Hitler sagt und das sind halt die Reichen, die Achsen, die machen da Druck. Ich sage, im Endeffekt reden die so indirekt. Weiß man, dass sie so reden. Jeder, der da mit solchen Leuten zu tun hat wie ich, der kann den Gedanken scannen und merkt, okay, was für ein Hitler, ne? Und so sind diese großen Betriebe, die dann kaufen und die Firmen dann in eine andere Richtung steuern. Das merkt man auch mittlerweile, wenn man beobachtet, wie die Thronbrecher und die Vorbilder bevorzugt werden. Ein Kavalier mittlerweile ist nichts wert. Der Titel, den könnt ihr euch in den Arsch schieben. Und auch die Belohnungen, die wir hier sehen, auch diese Nothing. Denn wenn ihr die erhalten tut, um weiterzukommen, bringen die euch im Endeffekt gar nichts. Denn ihr werdet nicht weiterkommen, wenn ihr euch nicht mit Pay-to-Win einkaufen tut. Das ist eine knallharte Aussage, die die meisten Luziferianer dementieren werden. Ich sage immer, das ist nun mal so, wie der Rebbe gesagt hat zu mir. Ich war in der Synagoge und wir haben über Marfel gesprochen und warum er Marfel nicht leiden kann, warum er DC besser findet, weil halt eben DC ist von Juden erfunden worden, Superman, KL, das ist alles, vor allem Superman ist eine Hoffnungsträger, jüdische Figur, die Erfinder waren Juden und er nicht so, aber Marfel ist da auch nicht verkehrt und er so, naja, Marfel ist aber richtig heuchlerisch. Und dann habe ich mir das Ganze mal verglichen, weil ich bin Fan von beiden und merke ich, ja, ne, und so ist das halt eben mit Aussagen. Ne? Der eine sagt nachher, wie es ist, und der eine muss halt das dementieren, weil er halt zu viel zu verlieren hat. Na, und ich sag halt, politisch gesehen hier ohne Pay to Win. No way. Ne? Also es ist einfach so. Es ist ein Pay-to-Win-Game mittlerweile geworden. Wenn man richtig weit kommen will und schnell weiterkommen sagen will, dann heißt es Pay-to-Win, weil wenn man so jetzt Duellstadien machen will als kleiner BIMF mit 100k, 200k, selbst 300k, da hast du zu wenig 4-Sterne-Champions, um an die 260 Units zu kommen. Und das ist halt wirklich Benachteiligung. Ne? Wir merken hier diese Allianzkrieg, Silber 3 waren wir vorher, dann sind wir aufgestiegen auf Silber 2 und dann Silber 1 und dann kam immer, jetzt sind wir Silber 1 mittlerweile. Und dann kann man sagen, nee, scheiße, da ist ja riesen Unterschied. Spieler kommen nur zu, ne, zu den Top Gold 3 Allianzen oder höher. Und an der Rest ist halt Schrott. Dann sage ich immer, kann Kembem ja gleich alle Allianzen, die es ab Silber einzeln abschlachten, ne? So auf die Art. Und auch hier die Bewertung, die wir haben, also die Wertung, die sollte schon immer empfohlen sein. Auch da habe ich jetzt dann nochmal eine Emotion angezockt, um halt euch zu zeigen, dass das halt nicht so ist, dass man die 20.000 immer Süßigkeiten, Bonbons erhalten tut und nie die untere Varianten. Es ist halt einfach von Kabam nicht gewollt. Okay? Es ist halt einfach nicht gewollt. Und so sind halt dann viele Leute auch sauer gewesen, weil die oberen Belohnungen weniger bekamen. Aber so ist das halt eben. Ja, und das war's auch eigentlich schon von dem Video. Denn da habe ich auch nichts auszusetzen gehabt. Mein Feedback ist eher so, das war so die erste Mission, wo ich sage, okay, ihr seid zwar Arschlöcher, ihr bevorzugt uns Großen, ich gehöre zu den Kleingroßen, ab 1,7 Mille fängt es dann an, ne, zu den Kleingroßen, aber trotzdem, bald Thronbrecher bin ich auch, also bald habe ich Thronbrecher auch,
Nächste Woche habe ich genug Units, kaufe ich mir ein bisschen ein paar Units ein und dann habe ich Thronbrecher. Sicher ist sicher, Units zu haben halt, um am Ende halt die schweren Gegner zu hauen, aber ganz ehrlich, dann habe ich Thronbrecher und dann gehöre ich zu einem etwas größeren. Ja, dann geht dann sehr schnell steigt man auf 2 Mille auf, aber ja, ganz ehrlich, was man dafür machen muss. Ich wünschte, es wäre ein faireres System. Okay, abschließend zu sagen. Aber ich muss auch da die großen Spieler und deren Politik auch verteidigen. Die haben seit Beginn das Spiel begonnen. Und dazu gehöre ich ja auch. Ich habe sogar mehrere Accounts seit Beginn. Mehr oder weniger bei dem einen größer geworden, bei dem einen etwas nicht so groß, weil den einen für deinen Main-Account immer mehr investiert, ganz klar. Aber die großen Spieler haben sich irgendwo verdient, ihre Belohnungen, okay? Die haben, egal ob sie sich jetzt eingekauft haben, das spielt keine Rolle, das ist irrelevant hier in dem Fall, weil Angebote sind da, sie können genommen werden und die Angebote können als Spende für das Spiel betrachtet werden. Definitiv als Spende sehe ich da so, weil in AGBs steht klipp und klar, dass man keinen Anspruch hat auf Rückerstattung und sonstiges. Also die AGBs sind sowieso illegal, das ist wiederum ein anderes Thema. Aber unabhängig davon, du hast was dafür getan. Du bist groß geworden mit dem Game. Seit 2014 hast du es angefangen zu zocken. Niemand hat dich gezwungen, Hardcore durchzuzocken. Du hast es gemacht, du hast am Anfang viel gezockt und jetzt willst du auch natürlich auch deine Behandlung haben. Und die Behandlung wäre in dem Fall fair, wenn du dir alles erzockt hast, selber natürlich, auch ganz klar. Und wenn du einen Account geschenkt bekommen hast, ist anderes Thema, das werde ich hier nicht anreden, das werde ich mal ein anderes Video behandeln. Aber unabhängig davon, du hast dich alles erspielt. Du hast wirklich sehr viel Leistung gebracht und da finde ich, ist es wie eine Ausbildung, wenn du eine Ausbildung machst und du hast eine Ausbildung nochmal abgeschlossen und dann erweiterst du deine Ausbildung zu einem Kapo oder halt eben Abteilungsleiter und nach Abteilung machst du Bereichsleiter. Dann hast du echt das verdient, dass du halt eben höher gestellt bist, okay? Und es wäre ein Witz, denjenigen gleichzustellen für das, was er gemacht hat, ne? Und da ist es halt auch wirklich so, da muss man halt abschließend zu sagen, sehen, kann man eine Mitte machen? Kann man das machen? Können wir den kleinen Spielern die Möglichkeit geben, mit wenig aufzusteigen, mit wenig tun? Oder wäre es unfair gegenüber die, die einst mal klein waren? Ja, wohlgemerkt, wir waren alle mal klein, wir haben alle mal klein angefangen und würden die sich halt da verarscht fühlen oder unfair behandelt? Und wen wollen welche Spieler, und das muss halt immer das Management von KBAM entscheiden, das ich auch kenne, aber die antworten mir mittlerweile nicht mehr, weil ich die mal beleidigt habe, ist eine lange Geschichte. Aber das Management von KBAM muss halt entscheiden, wen müssen wir bevorzugen, welchen Weg wollen wir gehen und die gehen halt den Pay-to-Win-Weg. Ne? Ist ganz klar, hey, wir gehen den Weg, der ist erfolgreich, das zeigen uns die Zahlen, das zeigen uns die Ergebnisse und daher werden wir immer diesen Weg gehen. Den Weg der Sith Lord, den Weg der Jedi definitiv nicht, denn Jedis sind so, die versuchen einen auch zu pushen. Jedis, wenn sie sehen ein Talent, dann pushen sie es, wobei man könnte sagen, es ist Teil Sith, Teil Jedi Weg, weil ja, es ist einfach, wie es ist. Man kann da nicht sagen, der Weg ist perfekt. Ne? Da habe ich versucht auszuweichen übrigens und bin fehlgeschlagen. Kingpin ist echt ein geiler Verteidiger. Ja, also der Weg ist gut, der Weg ist schlecht, das gibt's ja nicht. Ne? So, das war's auch schon im Endeffekt. Ein etwas längeres Feedback. Und wenn es dir das Video gefallen hat, wie immer halt abonnieren, liken und Spende ist auch im nächsten in der Beschreibung verfügbar. Ich hau manchmal Videos erstmal rein und dann mache ich dann diese Spendemöglichkeit, ja, die Adressierung in der Beschreibung. Ja. Denn ich hau jetzt mal so Videos raus, ne? Bin einer der wenigen noch in der deutschen Community, aber wenn man sich die Mühe macht, solche Videos raushaut,
und Informationen auch ein bisschen raushaut, dann sollte man auch die Möglichkeit geben, demjenigen, der sich die Mühe macht, ein bisschen zu sagen, hey, dafür, dass du dir so viel Mühe gibst und die Arbeit machst, solltest du eigentlich entlohnt werden. Ich monetisiere die Videos nicht. Das ist aus einem politischen Grund, weil eben YouTube dich dann zu sehr abhängig macht. Da bin ich lieber so, dass ich sage mir, hey, ich mache mich lieber abhängig von den Usern, die mir Spenden geben. In dem Fall freiwillige Spenden. Nicht mal das macht man sich abhängig lieber von denen, weil dann ist es unabhängig davon und ich kann Content mit gewissen Musikstücken liefern und muss mich nicht immer an einen scheiß Copyright halten. Ja, und das war's auch schon.